Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystraw-Linie gewinnen, den Sir Keystraw mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren, ihr witzigen Folge Atomic Heart. Freut mich, dass du da draußen wieder irrwitzig mit dabei bist, Genosse. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Freaks, die das letzte Video mit einer psychopathischen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindrücken. Das wäre sehr, sehr nice. Auch gerne einen Kommentar schreiben. So, hier oben waren wir schon. Hier haben wir alles leer geplündert. Da drüben waren wir auch schon. Da haben wir die Verfolgungsjagd, glaube ich, gehabt. Legen wir uns erstmal schön auf die Fresse drauf. Ist immer eine gute Idee. Jetzt komme ich hier nicht rüber. Alles klar, der Mann kann die krassesten Kletteraktionen, aber über so ein ganz kleines Ding kommt er dann doch nicht. So, hauen wir uns mal ein paar Drogen rein und ich glaube, dann geht's hier weiter. Hey Kumpel, wie geht's dir? Ein Jammer, dass es so enden musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Wie lange ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste. Aber es muss schon eine Weile her sein. Mindestens ein paar Tage. So lange schon? Wie bist du in diesen Gang gekommen? Ich erwischte es als erst. Laborroboter Nummer 42 war der Übeltäter. Ich wollte gerade Kaffee holen, als er mich am Hals packte und in mir umdrehte. Genau hier. Kannst du mir irgendwas sagen? Wie hat das alles angefangen? Es ging alles so schnell. Es war unerwartet. Und sehr blutig. Du kannst ja von Glück reden, es sind nur noch wenige Roboter übrig. Doch am ersten Tag wimmelte es hier nur so von ihnen. In jedem Gang schrie jemand, starb jemand. Und wohin sind die Roboter gegangen? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich wohl über die Anlage verteilt. Ich vermute, dass sie durch diese Tunnel gegangen sind. Einige wurden ausgeschaltet, aber der Rest ist immer noch da draußen und wartet auf Opfer. Scheint dich nicht so mitzunehmen. Wozu auch? Mein Bedarf an Aufregung und Geschrei ist gedeckt. Ich rastete aus, ich fluchte. Ich sah entsetzte, sterbende Menschen. Am meisten fürchteten sie sich nicht vor den Robotern, die sie abgeschlachtet hatten, sondern vor mir, wie ich tot dalag und redete. Was glaubst du, warum das so ist? Weil es echt unheimlich ist, mit einem toten Mann zu reden. Ach, du meinst, warum ich rede? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut finden soll. Ist ja alles auch egal. Naja, ich muss los. Verstehe. Bis dann. Alles klar, Kumpel. Durchhalten, ne? Aber würdet ihr euren Geist digitalisieren lassen und ab in die Matrix damit? In die Cloud? Ins große Kollektiv? Ich würde es machen. Ey, warum nicht? Let's do it. Obwohl, es könnte auch verheerende Konsequenzen haben. Zugang gewährt. Einmal gemacht, kann ich ja auch nie wieder zurückrudern, ne? Dann sind die Dinge, wie sie sind. So, herstellen. Ja, mal eine Knarre herstellen. Bauplan erforderlich. Eigentlich würde ich gerne meine Shotgun verbessern. Habe ich irgendwas Neues? Griff. Standardgriff. Lauf. Erhöht den Schaden gegen Roboter, erhöht den Schaden, erhöht die Feuerrate. Mündungsbremse, erhöht den Schaden, verringert den Rückstoß. Ich hätte genügend Kohle dafür. Let's do it. Sexy. Magazin. Geht noch nichts. Schaltet eine Kartuschenaufnahme frei. Durch Installation einer Kartuschenmoduls kann die Kugel mit einer dünnen Schicht eines speziellen chemischen Polymers überzogen werden. Sie durch den
Lauf bewegt wird. Diese Schicht verleiht ihr zusätzliche Eigenschaften, wenn sie einen Gegner berührt. Und die da wären? Sowas wie Eis oder so? Huh. Verringert den Verbrauch. Tja, jetzt ist es drauf. Lager. Ach, da sind Sachen drin. Ach, alles, was ich nicht mitnehmen kann, aber das können wir mal einlagern. Warum kann ich das nicht bewegen? Achso, ich muss auswählen und dann da drüben nochmal drücken, oder wie? Aha, jetzt verstehe ich das auch. Was ist das denn hier? Was sind das für Dinger hier? Heilung. Ich habe wenig Shotgun-Munition. Das ist nämlich nicht so schön. Ich hoffe, wir finden demnächst mal wieder ein bisschen was. So. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier eigentlich? Das macht Energie und Gesundheit und Energie. Alright. So, wie kriege ich dich auf? Hey. Rüber. Nein. So, hier bleiben. Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Ist das eine Kuh, die in einem Wassertank drin steckt? Ein Killerhuhn? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Auf meinem Zweitkanal habe ich dazu ein ganzes Spiel, wo es nur um einen Killerhuhn geht. Oh, nicht gut, Alter. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Zu spät. Hey, Fanclub. Ah, und ich muss da rein wahrscheinlich, ne? Der Rettungstrupp. Na endlich. Mir kannst du zwar nicht mehr helfen, aber hier leben noch Leute. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ich bin nicht der Rettungstrupp. Eher eine Vorhut. Verdammt nochmal. Nach so langer Zeit gibt es noch immer keinen Alarm und keine Armee, die uns rettet. Hast du gesehen, wie das losging? Kannst du mir was darüber erzählen? Ich will es nicht, aber ich kann es. Die Maschinen haben nicht sofort angegriffen. Sie haben sich erst in der Anlage verteilt, damit sie alle gleichzeitig zuschlagen konnten. Ich hatte vermutet, dass was nicht stimmt, als die Laborroboter in unsere Büros gekommen sind und sich hinter den Leuten aufgestellt haben. Die meisten meiner Kollegen starben an ihrer Arbeitsstätte. Am schlimmsten fand ich nicht das Töten, sondern wie sie langsam auf die Menschen zugegangen sind. Wie im Sportunterricht, wenn man sich in Gruppen aufteilen sollte. Wann bist du gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe länger als die meisten überlebt. Die Maschinen konnten nicht zu mir, da es keinen Weg hinein gab. Es fielen Schüsse und dann kamen überall Schläuche raus. Die meisten starben in den ersten paar Sekunden. Ziemlich schnell. Die Roboter schlugen ihnen die Köpfe ein oder brachen ihnen das Genick, als ob man Bierflaschen öffnet. Wir flüchteten, aber dann schnappte sich ein Labortechniker Genosse Afanasjew. Ein Soldat versuchte sie aufzuhalten, aber er hatte nur noch Zeit, oh, zu sagen. Da verlor ich die Angst und griff den Roboter an. Dann erinnere ich mich nur noch daran, dass ich tot war. Tut mir leid. Wir werden diese Mistkerle erledigen. Den Maschinen ist nichts vorzuwerfen, sondern den Menschen. Das war kein Unfall. Es würde Monate dauern, so etwas zu planen. In Ordnung. Wenn das alles ein Ende hat, kommt jemand vorbei. Ehrlich gesagt, wird das auch nichts ändern. Diese Infektion oder was auch immer mit den Robotern nicht stimmt, sollte sich lieber nicht auf die anderen Komplexe ausbreiten. Da hast du wohl recht. Außerdem, wie willst du den noch retten? Der Mann ist tot.
Außer man kann sein Bewusstsein halt irgendwie... Ich meine, er hat ja wohl sein komplettes... Wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Und jetzt meine Crew. Oh Gott, was ist das denn für ein widerliches Ding? Ey, die hat irgendwas ausgespuckt. Irgend so ein Bio ist für mich Abfallding. Es ist tot. Ich glaube, es ist tot. Ja, also sein kompletter Verstand scheint hier zu funktionieren. Er hat ja Erinnerungen. Interessante Fische in dem Aquarium. Und all so ein Kram, ne? Oh, da hinten stehen sie. Egal, ich habe meine neue Shotgun und ich habe Eis. Eis, Eis, Baby! Oh, da ist eine Alarmanlage. Wow, 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 wow. Genosse Blume! Und mein Fanclub ist wieder hier. Naja, sie geben Loot. Bis alles leer ist, ne? So, da kommt der nächste. Keine Muni mehr. Nicht gut. Noch einer. Ah, was ist das für eine Riesenscheiße? So, das schon mal weg. Au, au, au. Ey, langsam muss doch hier mal Feierabend sein. Ich glaube, jetzt bin ich durch. Oder kommen hier noch mehr irgendwo raus? Das Killerhuhn! Du irres Huhn! Ich muss es aufhalten. Das war wahrscheinlich die größte Bedrohung der Menschheit. Bedankt euch später bei mir. Für meine edle Tat. So, ich glaube, ich habe alles weggenuckelt. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen nuckeln, hier ein bisschen nuckeln, überall wird genuckelt. Okay, gibt's hier Gegner? Guten Tag, Valentin Demjanovic. Sind das... Was? Fischhühner? Ich? Der Rechner hat dich mit dem Leiter dieses Labors verwechselt. Erinnerung, es ist Zeit für die Einnahme der Blutdruckmedikamente. Wiedergabe eines Auszugs der automatischen Aufnahme der Netze. Was geht hier ab? Oh, moin! Jetzt geht es mir schon besser. Oh. Viola ist immer Wunder. Oh. Also, meine Aufzeichnungen. Tag 783. Wo war ich? Ach ja. Zuerst fand ich es sehr schwierig, diesen... Lebenszyklus, wie sie es nennen, zu ignorieren. Ja, das Ventil ist angebracht. Dann wurde mir klar, dass es sogar eine Art Kunst ist. Lebenszyklus. Wie kommen Sie überhaupt auf sowas? Unsere Vorgesetzten glauben, dass Propaganda die Produktivität erhöht. Dann sind Ihre Angestellten für Sie also nichts als gedankenlose Schweine, so wie diese Tiere. Das ist kein Töten, das ist nur die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Weißt du was, Oliver? Selbst wenn wir nur Schweine sind, wer hat uns das Recht gegeben, die anderen Schweine zu misshandeln, oder? Es tut mir sehr leid um dich.
wirklich. Weiß Gott, du bist einen Heldentod gestorben. Ich denke sogar daran, dir ein Denkmal zu bauen. Das mache ich auch, versprochen. Manchmal glaube ich, dass bei klassischer Musik die Krämpfe selbst eine Art Todestanz werden. Schließlich werden ständig neue Schweine geboren. Und doch stirbt dasselbe Schwein immer wieder. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Ach, zur Hölle damit. Ich sollte um eine Versetzung bitten. Wenigstens vorübergehend. Nein, nimm die Pfoten weg. Nicht diese Aufnahme. Es dreht sich. Das müsste es sein. Okay, warte, was sollen wir hier machen? Alle Viecher aktivieren oder was? Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwas, das ich an den Computer kann. Aber anscheinend nicht. Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht. Keine Ahnung. Tot, lebend. Ich kann aber nur einmal dran drehen, oder? Ne, ich kann wieder dran drehen. Müssen alle leben? Also ich darf die Hühner nicht durcheinander bringen. Habe ich die da hinten schon gedreht? Ich weiß es nicht. So, die leben. Die Kuh habe ich gedreht, meines Erachtens. So, ihr armen Kühe. Was fehlt denn jetzt noch? Eine Kuh und ein Schwein. Das Schwein hier? Jetzt fehlt nur noch eine Kuh. Aber welche Kuh? Die hier? Nee. Du da, Kuh? Nee. Dann wahrscheinlich die Kuh da vorne. Wirklich viele Kühe gibt's ja nicht mehr. Nee, die war's auch nicht. Wo ist hier noch eine Kuh? Die hinteren haben wir zuletzt gedreht. The last cow fehlt uns. Warte mal, wie viele Kühe sind das eigentlich? Eins, drei, vier, fünf Kühe. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist Kuh Nummer 5? Wo zum Geier ist Kuh Nummer 5? Im anderen Raum? Wir haben doch noch eine andere Kuh gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir bei der was drehen können. Du kannst ja hier durch. Hier drüben war doch auch noch eine Kuh. Hier ist nochmal Zeug. Nehmen wir natürlich mit. Kartuschenaufnahme. Je nach Kartuschentyp gewährt eine Kartuschenaufnahme eine Waffe, Elementarschaden, Feuer, Eis oder Elektrizität. Um eine Kartusche zu installieren, brauchst du die passende Verbesserung für die ausgewählte Waffe. Verwende das Kreismenü, um eine Kartusche auszuwählen und zu installieren. Ist das das Kreismenü? Okay, hier ist so eine Tür. Ja. So. Öffne mal die Tür. So. Hier war die Leiche. Moment, ich kann hier rein, indem ich durch das Loch da oben durchklettere. Weil ich meine, so eine Kuh kannst du ja auch nicht so einfach irgendwo verstecken. Aber hier waren wir auch schon drin. Hier ist eine Kuh. Die meinte ich. Nee, hier waren wir auch schon.
Hier haben wir schon geschlachtet und gemetzelt. Hier ist auch eine Kuh. Ne, es werden wahrscheinlich die Kühe in dem Raum sein. Wo übersehe ich denn dann aber eine Kuh? Muss da vielleicht der Deckel runter? What the... Du Scheiße. Habe ich die gerade alle getötet? Das ist der Standard beim Herstellungsverfahren. Daher stammen die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? In die Algenwerkstatt zur polymerischen Synthese. Ich will's gar nicht wissen. What? Das ist ja riesig. Ich habe noch nie so viele Pflanzbehälter auf einmal gesehen. Hier züchten sie die Pflanzen, die zum Terraformen von Mond, Mars und Venus dienen sollen. Aber es funktioniert nicht mal ansatzweise. Wir müssen die Bedientafel finden. Sind die Pflanzen böse? Oder warum werden die rot hervorgehoben? Dankeschön. Was haben wir hier? Informationen. Genosse Vavilov, die Studenten haben eine neue Freizeitbeschäftigung. Sie spielen auf den Beeten Tic-Tac-Toe. Einer pflanzt Mais, der andere Tomaten. Immer abwechselnd. Ich wollte sie erst dafür zusammenstauchen. Doch dann habe ich erkannt, dass es eigentlich ein recht nettes Spiel ist. Es ist wie ein völlig neues Schachspiel. Wie wär's, wenn wir einen Agrarspieleclub gründen? Der scheint extrem chillig gestorben zu sein. Ne? Der liegt da ganz entspannt unten. Hey, alles cool. Scheiße. Nichts als Leichen. An der Wand ist ein Laserrelais zur Aktivierung der Stromversorgung. Gut, damit komme ich klar. Aber an diesen Scheiß werde ich mich nie gewöhnen. Neuer Bauplan. Alright, wir brauchen erstmal Strom. Let's do it. Bitteschön. Na also, und wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen zu einfach. Und da draußen läuft schon wieder irgendwelche klassische Killermusik. Wusste ich doch, dass wir nicht geduldig abwarten können. La 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 la, wir haben Gesellschaft. Aber ich muss ja nicht niedermetzeln, oder? Ich muss ja nicht zwangsläufig niedermetzeln. Hello? Oh mein Gott. Sag mal, machen die Pflanzen Zombies? Die machen Pflanzen Zombies. So entstehen die Dinger. Scheiße, was ist damit? Was soll ich tun? Der Behälter wird nur befüllt, solange in der Werkstatt eine optimale niedrige Temperatur herrscht. Die Ventilatoren leiten kalte Luft in den Raum. Sie müssen weiterlaufen und pass auf, dass die Sprossen nicht in die Ventilatorblätter geraten. Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Warum erfahre ich das erst jetzt? Der Ventilator hat sich abgeschaltet. Versuch es mit Schock, um ihn neu zu starten. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Hier ist nämlich der Botanikclub. Wie viele sind das denn? Oh, ey. Okay. Lass mal alles looten, heilen. So. Es hört nicht auf, was die Pflanzen angeht. Oh. Oi. Ich häng irgendwo drin. Nicht gut. Nee. Keine Chance. Die haben mich so überrannt und so zerwurstet, die Mistviecher. Ja, das war mein Tod da oben. Genau das war er. Ich wurde einfach zermanscht.
von den Bad Boys einfach zermanscht. Ich muss unbedingt gucken, dass ich meine... Also die Nahkampfwaffe ist so wichtig, ne? Die muss stärker werden. Vielleicht bekommen wir auch irgendeine bessere Schusswaffe endlich mal. Die Shotgun ist nicht schlecht, aber es geht deutlich besser. So, warte mal. Haben wir jetzt Strom? Na also... Und wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen zu einfach. Ich kümmere mich schon mal um die kleinen Gesellschafter. Wusste ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Es war klar, dass diese Killerpflanzen uns das Leben zur Hölle machen. Aber wenigstens geben sie Biomaterialien und Neupolymer. Oben habe ich auch noch einen Notfallkühlschrank. Hey, und wenn sie direkt zu mir kommen wollen, meinetwegen. Na guck mal, ich kann jetzt schon daran arbeiten. Ich kann jetzt schon hier rumrennen und die schocken. So, bitteschön, da läuft's. Die Bude läuft. Ein Gemetzel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal wieder das hier. So, der da oben darf nicht ausfallen. Schwupps. Läuft auch wieder. Oh Gott, das sind so viele. So, direkt nochmal hier eine Heilung rein. Da werdet ihr eingefroren, Jungs. Da werdet ihr eingefroren. Da, 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 dam. Dam, 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 dam. Da, 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 di, du. Du, du, dim. Guck's hier. Läuft doch. Läuft doch. Da können die nichts machen. So, und jetzt, wo hier alle laufen. Haben wir es jetzt nicht bald mal geschafft? Ich meine, wie lange dauert das denn? Es kann doch nicht sein, dass es so ewig lange dauert... Behälter zu füllen. Hier oben können wir auch nichts machen, ne? Die Bude hier oben läuft. Der sieht doch schon relativ voll aus. Hey, Pflanzenheini. Na also, und jetzt zieh das Ding raus. Ach was. Endlich. Damit wir hier aus dieser verdammten Botanikhölle endlich entkommen können. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Ganz meine Rede. Ihr habt ganz das ja mit euren Kanistern. Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken, wenn ich auch nur noch einen Kanister sehe. Das ist Tradition, den Kanister in die Öffnung zu schieben und sich so der Prinzessin zu nähern. Okay, die sind auch wieder nicht ganz fit, die Dudes. Können wir die einfach easy mit einem Powerschlag enthaupten. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder voll mit dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh, kann ich hier durch? Da siehst du noch einen Geheimgang gefunden. Auf Wiedersehen und... Tschüss!